Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Und wir haben jetzt endlich die Construction Components, um das hier fertig zu kriegen. Und müssen gleich gucken, wie wir das Schiff hier fröhlich weiterbauen. So, ich gucke mal gerade auf meine kleinen Themenzettel da. Was habe ich denn noch sonst so? Ja, etwas, wo ich mich auch so ein bisschen über muckieren musste. Dass ein Daisy Stantalone, von der Daisy Stantalone ein Entwickler doch in einem Interview ganz schön sich ganz schön aufgeregt hat und vor allem auch vielen Spielern gegenüber ein bisschen unfreundlichen Ton angeschlagen hat, weil halt doch ja ab und zu mal ein bisschen Kritik geäußert wird dem Spiel gegenüber. Und da ist er doch etwas ausfallend geworden, wo ich gedacht habe, Junge, du hast gerade so ziemlich jeden, selbst ich habe mich angegriffen gefühlt. Also wirklich so mehr oder weniger allgemeinen Rundumschlag gegen alle, die das Spiel gekauft haben. Gab, weil halt es wurde ein bisschen daran rumkritisiert, auch in der Entwicklung, wie das voranschreitet, was so gemacht wird. Dass von Seiten, viele meinen einfach, dass es ein bisschen falsche Richtung entwickeln, dass es ein bisschen erstmal vielleicht sich um Performance und so kümmern sollten, als die 100. Waffe einzubinden. Sehe ich an sich auch so. Macht auch trotzdem Spaß, auch wenn es zu früh Alpha ist. Und wie gesagt, der liebe Entwickler hat sich dann ein bisschen sehr im Ton vergriffen, wie ich fand. Hat dann lautstark rumkrakeelt, dass die ganzen, sollen sich ja alle nicht aufregen, sind doch selber schuld, was haben sie Geld dafür ausgegeben und so weiter und so fort. Und auch ein bisschen unfreundlichere Sachen sind da in Richtung der Leute, die es gekauft haben und so im Endeffekt dem Entwickler, ja, Vertrauen entgegensetzen, dass das Spiel was wird. Obwohl viele davon ausgehen, dass es niemals richtig fertig werden wird. Ich gehe da leider auch von aus. Irgendwie. Dann hat er sich halt so ein bisschen im Tonus vergriffen und fand das schon schade. Und so nach dem Motto, also der Tonus war so salopp gesagt, ihr seid doch selber schuld, wenn ihr so doof seid und kauft, das ist eine frühe Alpha, da gibt man kein Geld für aus. Gegenkritik kam dann natürlich auch sofort in Richtung, ja, warum müsst ihr es denn so früh zum Verkauf anbieten? Warum entwickelt ihr das dann nicht erstmal weiter und bringt es in der Beta oder wenn es fertig ist raus? Das wollte er sich dann leider auch nicht so ganz geben lassen. Man muss ja sagen, so ein bisschen Fehl am Platz. Kritik ist sinnvoll, wenn man sie sich auch zu Herzen nimmt, wenn es sinnvolle Kritik ist. Ich sage immer, konstruktive Kritik ist sinnvoll. Kritik, wie ist auch alles scheiße, bringt gar nichts. Und es war halt wirklich auch, dass er Leute, die es auch wirklich gute Kritik äußern, die sagen, hey, da und da könnte man, das wäre vielleicht ganz sinnvoll und das, die ja wirklich nur sagen, hey, in die Richtung, da könnte man vielleicht was verbessern, das wäre vielleicht so besser. Selbst in die Richtung, die hat er harsch angegriffen. Und das ist ja nicht unbedingt die feine englische Art. Denn jeder, der das Spiel gekauft hat, hat halt Vertrauen gekauft. Und wenn man sowas rausbringt und vor allem dieses Early Access-Kram macht, muss man es sich halt auch geben, Kritik zu bekommen. Die muss man auch bekommen, wenn man ein fertiges Spiel rausbringt. Siehe Battlefield. Oh nein, wir haben wieder die Pip-Pip-Pip-Pip-Sounds. Okay. Ich überlege gerade, ob ich hier unten dann doch mal so ein bisschen Metall einspare gleich. So. Naja, das war, wie gesagt, es war vielleicht nicht ganz schön, war auch nicht so intelligent, wie ich fand. Und das hätte auch ruhig anders laufen können. Ist nun aber dann doch so gewesen und man muss dann sich fragen, warum kritisiert man die Leute, die das Spiel wirklich kaufen? Es gibt ja, also ich habe auch schon mitgekriegt, dass wohl auch viele das Spiel wirklich, also auch wohl Möglichkeiten gibt, das Spiel zu spielen, selbst online, ohne Steam und ohne, dass man es sich gekauft hat. Und eigentlich müsste man doch sagen, seid froh über jeden ehrlichen Käufer von dem Spiel, anstatt sich dann auch noch darüber so richtig aufzuregen, wenn die halt mal ein bisschen Kritik äußern und sagen, hey, da könnte man was verbessern. Man meint, er reut das. Ich will zur Not ja mit dem Teil ja auch zu anderen Asteroiden reisen. Ja, ich glaube, das sollte mäßig reichen. Also damit kommen wir gut weg. Da fällt mir gerade ein. Verdammt, das Ding fehlt mir auch noch. Ah.
nicht schnell genug auf dem Mute, das ist Verzeihung. Was haben wir da? Ohrdetektor, genau, der fehlt noch. Und ein Tipp, den ich gekriegt habe, den ich halt auch noch im Überlegen bin, ob ich ihn umsetze. Müsste ich nur gucken, wie ich das denn mache. So. Na komm, wunderbar. Ja, komm. Klack, Ohrdetektor gesetzt. Dann tippt ihn mir auch noch jemand. Das war ich gerade, ich war es McFurago oder wer es auch immer war, dass ich halt einen Gravi-Generator genau hier hintersetzen sollte, der in Richtung dieser Teile zielt, damit halt noch mehr eingesammelt wird und weniger daneben geht. Das ist eine sehr gute Idee. Das Problem ist nur, wo setze ich das Ding hin? Da bin ich echt so ein bisschen am Überlegen. Die ganze Zeit jetzt schon, wo ich sowas hier mit reinfriemeln könnte. Zweifelsfall mitten rein, ne? Ach du Kacke. Okay. Find ich nice, dass das... War das beim letzten Mal schon? Ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr aus der letzten Aufnahme. Auch die Frage, wie kann man so früh schon mit Mods arbeiten? Sie sind da, die meisten Mods funktionieren und ich finde, sie machen das Spiel noch etwas unterhaltsamer. Production Blocks, Assembler... Den Arc Furnace, den müsste ich vielleicht auch mal bauen. Ich weiß immer noch nicht, wofür der genau da ist. Hier ist auch so viel reingekommen mit der Zeit, jetzt, dass ich echt bei manchen Sachen nicht weiß, wofür sind die jetzt eigentlich. Gravigenerator, wo ist er denn? Wo ist er denn? Die Menschen müsste ich doch erkennen. Ich sehe den Gravigenerator vor lauter Kram nicht, ne? Decoy, Large Reactor. Small Reactor, Gyroskop, Kamera. Mit Kameras könnte man natürlich auch arbeiten, um das Schiff besser steuern zu können. Warhead. Spotlights fehlen uns auch noch. Die müssen wir auch noch. Haben wir aber zum Glück schon drinne. Window Block, Production Block. Oh mein Gott! Das ist auf jeden Fall neu! Wie geil ist das denn? Meine Gebete wurden nicht erhört. Das finde ich supi. Eine Suchfunktion. Yippie. Gravity Generator. Sphären. Gravity Generator. Da haben wir ihn doch. So, Blims. Wie groß ist denn unser kleiner? Oh, das geht doch sogar. Kurz darauf und da drauf. Wo bauen wir den mal? Den bauen wir hier einfach mal zwischen. Miau. Da sollte er gut sitzen können, hoffe ich. Wunderbar. So, das und dann so. Gravigenerator. Ah, das ist geil. Eine Suchfunktion. Ah, und auch noch was, was sie jetzt eingebaut haben. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert. Da muss ich dann mal gucken, wie das geht. Wo könnte man denn das mal... Wo ist Patcher Dems nochmal? Wo habe ich den geparkt? Da hinten. Ich glaube, mit Asteroiden an hätte ich das auch nicht gewagt. Zack, kurz mal rein in das Ding. Kontrollpanel. Small Ship, bla bla bla. Terminal, Fraction, Transfer, Production Info, Convert to Ship. Da muss ich wirklich erstmal gucken, wie das funktioniert. Man kann jetzt wohl Blueprints machen von den fertigen Schiffen und die halt so dann auch in andere Spiele, kann man jetzt sagen, also in andere Spielstände übernehmen. Und das wäre vielleicht noch so eine Überlegung, dass wir, wenn ich weiß, wie das funktioniert, dann würde ich hier auf jeden Fall unseren Tremor als Blueprint und auch The Patch Adams als Blueprint mitnehmen. Weil ich glaube, das wäre sehr sinnvoll, ne? Und vor allem, wann wäre das schön? Da könnte man, wenn man wirklich dann einen anderen Spielstand beginnen,
sagen, wir bauen die beiden Sachen wieder auf, weil Patch Adams hier möchte ich auf jeden Fall wieder haben. Dass man dann per einfach sagt, Blueprint, go. Okay, da fehlt auch irgendwas wieder. Ich hab schon Ahnung, was. Raten wir hier mal kurz drüber. Yay. Was jetzt doch? Was hätten wir noch für schöne Themen? Na, das ist jetzt sogar schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht haben. Aber fand ich so ein bisschen dämlich auch. Auf der Game 24 waren ja von Nvidia eine Veranstaltung und AMD-Fans, allein schon diesen Namen, wie gesagt, für mich ist es immer noch ATI, die Grafikkarte, und nicht AMD. Nur weil AMD die gekauft hat, ist es keine AMD drinne. Das unterscheide ich nach wie vor. Und ich sage auch nach wie vor, beide Grafikkartenhersteller sind gut. Es gibt Spiele, wo der eine besser ist, es gibt Spiele, wo die anderen besser sind. Theoretisch wäre mir ein System am liebsten, wo ich eine umschaltbare Grafik hätte, die so aussehe, zwei starke GeForce drinne, zwei starke ATI drinne und dann halt, was ich gerade brauche, umschaltbar. Das, was weiß ich jetzt hier, Battlefield 4 ist ja eher für die ATI-Karten oder AMD, für die, die sonst da nicht mit klarkommen. Dass man da dann auf die stellt und dann halt die GeForce einfach noch als Zusatzkarte benutzt für Zusatzberechnungen und halt umgekehrt. Zum Beispiel bei COD ist ja eher GeForce dafür ausgelegt, dass man da dann halt die GeForce primär nutzt und die ATI als Zusatzkarten. Das wäre für mich ein vom Grafikkarten her Traumsystem. Das einzige Punkt ist daran, ich dürfte dann auf jeden Fall die Treiber selbst programmieren. Wahrscheinlich braucht man, ja, eine Umschaltbox bräuchte man noch, die das erkennt, für welche beiden Karten es gerade läuft und so. Es ist nicht ganz trivial, aber es wäre eigentlich mal eine geniale Idee. Und ich habe schon gesehen, dass Leute sich eine GeForce und eine ATI reinbauen, die ATI als Hauptgrafikkarte und die GeForce als für Physics-Berechnungen und Zusatzberechnungen. Und das funktioniert. Und das funktioniert wohl auch gar nicht mal so schlecht. So. Aber wie gesagt, wo ich das gesehen habe, die AMD-Fans sollten dann wohl die Nvidia-Fans infiltrieren und dann lustige Selfies schießen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, werdet erwachsen, was soll denn so ein Schwachsinn? Aber so sind viele Menschen halt, ich weiß nicht, was daran, persönlich, vielleicht liegt es auch am Alter, ich weiß nicht, was daran lustig sein könnte. Ich finde es einfach auch nicht lustig. Ja, ne, genau, nicht lustig, der. Sehr lustig im Übrigen. Aber na gut, so, gucken wir doch mal. Ich glaube, wir brauchen hiervon mal wieder ein bisschen was. Rein damit. Was brauchen wir noch? Auf jeden Fall wieder viel brauchen, ist das hier. Und die brauchen wir auch. Ah, die können wir auch noch reinklatschen, dann haben wir sie. Hätten wir noch mehr. So, tick, 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 tick. Da werden noch ein paar nachproduziert. Die können wir noch gleich mitnehmen. Sonst haben wir, glaube ich, alles noch in Hülle und Fülle. So mehr oder weniger vorhanden, ja. Ich glaube, sonst ist gut. So. Da habe ich das gesehen, da habe ich auch nur gedacht, meine Güte, was für ein Unsinn, so eine Veranstaltung zu stören, weil man halt jünger der anderen Fraktion ist. Allein schon solche Leute, genauso wie militante Apple-Fans, die Leute sind einem einfach ein Graus. Und man versteht sie nicht. Aber so gibt es halt unter allen, was irgendwie mit Hardware zu tun hat, seine Anhänger und nee. Toleranz, Akzeptanz und im besten Fall beides. Gut, ein gewisses Obst käme mir nicht in den Sinn. Ich weiß nicht warum. Es gibt viele, die sagen, das ist das Nonplusultra. Ich habe selbst im Freundeskreis welche, die absolute Apple-Jünger sind. Ich nichts dafür überhaben. Oh, Detektor-Komponenten brauchen wir noch 10 Stück. 25 Detektor-Komponenten insgesamt. Und was brauchen wir für dich noch? Und 6 Gravity. 25 Detektor, 6 Gravity. Sowas habe ich natürlich auch nicht dabei. So. 25 Detektor. Wenn ich sowas überhaupt habe.
Sieht auf jeden Fall mal nicht so aus. Okay, 25. Die. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Adam. Ah, 25 Detektor und jetzt noch die Gravi. 6 Gravi. Ich hoffe, wir können die auch produzieren. Wunderbar. Nein! Nein! Das fehlt Gold? Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Gold, das darf doch nicht wahr sein. Silberohr, Platinohr, Kohleohr, nie. Ja, komm. Refinerie, bitte. Platin, Gold. Mach Gold. Hui! Dann kriegen wir es ja doch noch hin. Supi! So, und jetzt müssen wir so noch mitnehmen können. Löcher nach der so, ja, das muss wieder raus. Zack, zack. So, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Okay, da müssen wir jetzt, glaube ich, zweimal. Das mache ich jetzt auch per Hand. Werde ich jetzt mit Patch M zurück und wieder hin und kreuz und quer. Was soll ich jetzt mit genau? Das hier? Jawohl. Komme ich hier oben nicht irgendwie schneller dran? Ist doch egal. Runter mit uns. Ende. So, zack. Und da. Ah, schön. Die können wir sogar mitnehmen. Wir machen es uns, glaube ich. Ich versuche mal, uns ein bisschen leichter zu kriegen. Wenn wir jetzt hier was, weiß ich, so zack sagen. Und, vielleicht reicht's. Yes, es reicht. So, komm, schnell rein damit. Und dich auch. Und jetzt können wir fertig schmeißen. Juhu! Ja, wie gesagt, sowas finde ich unsinnig und muss ja auch nicht sein. Und in dem Sinne muss es auch nicht sein, dass wir die Folge beenden, aber es wird Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Kommentare und Bewertungen freuen. Und auch wenn ihr den Kanal weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Space Engineers. Tschüss.